Moin liebe Leute, was gibt's heute? Heute gibt's ein neues Video hier für meinen Kanal und heute, wie ihr schon wahrscheinlich ganz gut erkennen könnt, spielen wir Modern Warfare 1, also COD4 und wir sind im Hardcore Team Deathmatch Modus unterwegs auf Overgrown. Ja, erstmal die Sniper-Klasse auswählen, ist klar, weil hier auf dem gehört sich das so. So, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ich bin hier gerade Public Random unterwegs, das heißt, ich spiele gegen irgendwelche anderen Spieler. Ich habe hier niemanden diesmal als Teammate dabei. Und warum, wieso, weshalb, weswegen das Video heute hier jetzt kommt, werde ich euch dann somit also gleich sofort beantworten, indem wir erstmal abwarten, bis der erste Kill kommt. Ich glaube, da dürfte nicht allzu lange auf sich warten. Wenn doch, dann wäre es schade. Ja, da haben wir doch schon jemanden. Bam, so. Okay, das war der erste Kill, First Blood sozusagen, zumindest für mich. Nicht für die Teammates, die haben schon ein bisschen mehr gemacht. So, also, was ist der Grund, wieso, weshalb, weswegen ich ein Video mache? Ganz einfach, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt das Video seht, haben wir jetzt, wo? Okay, haben wir jetzt den 7. November. Und der 7. November, das ist für mich nicht irgendein Datum, sondern das ist YouTube-technisch gesehen das Datum, ja, das bei mir einen ziemlich großen Stellenwert hat. Denn der 7. November ist nichts anderes als das 10-jährige Jubiläum, liebe Freunde. Das bedeutet, mein Channel gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich entweder schon sofort oder danach, nach dem Video, auf die Statistik werde klotzen, während ich hier erstmal an der Kante rumklotz. Ich glaube, ich werde dann doch nochmal das Setting irgendwie ändern. Ja, auf jeden Fall 10 Jahre, knapp 43 Abonnenten, Wahnsinn. Und dafür knapp noch nicht mal 100 Videos. Jetzt werdet ihr euch sagen, wie kann man denn so eine krasse Statistik aufweisen? Das hat was damit zu tun, liebe Freunde, dass man ja auch noch ein reales Leben hat. Ich weiß, es gibt noch andere YouTuber, die auch ein reales Leben haben, aber keiner hat das Leben, was ich habe. Ja? Und von daher, ich bin froh, dass ich mein Leben habe. Ich möchte es auch gar nicht hergeben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ja, da haben wir doch schon jemanden gesehen. Na? Come on, man. Laufen so rum. Ich dreh durch. Ja, und er hat es natürlich easy. Ja, besten Dank, mein Freund. Ich habe es ja eher vorbereitet. So, ja, was gibt's noch zu sagen nach dem Pistolen-Kill for the win? Nach dem Pistolenkill vorhin. Ah, schade, hätte klappen können. Ah, hier ist einer, ne? Seht ihr das? Da war zumindest einer, okay. So, Pistolenkill Nummer 2 wartet schon. Sind wir alle blind oder? WTF, wo war der? Ey, wenn ihr den gesehen habt, schreibt es mir unten mit in die Videobeschreibung. Ich habe den jetzt wirklich mal gar nicht gesehen. So, ja, 10 Jahre, 43 Abonnenten, was mit, keine Ahnung, ich schätze mal 60 Videos, so um den Dreh rum. Jetzt werden bestimmt die einen oder anderen sagen, Alter, wie kann man so wenig machen? Wie gesagt, Real Life for the Win, das hat bei mir oberste Priorität. Und vor 10 Jahren war das ja noch ganz anders, ja, wo ich einen Kanal aufgemacht habe. Hat man das nicht gemacht, wie aus dem Grund wie heutzutage? Man will heutzutage nur noch Kohle machen, man will massigst Abonnenten haben, man will Fame werden, man will, dass das YouTube Money alles regelt und so weiter und so fort. Und ich kann nicht nur eins sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich einen Kanal aufgemacht habe, da war das anders. Damals, da war das wirklich noch so, dass man einen Kanal aufgemacht hat aus diversen anderen Gründen. Ich habe zum Beispiel einen Kanal eröffnet, weil ich der Meinung war, dass ich doch das Gameplay, was ich damals noch auf dem PC zum Beispiel hatte, dass ich das jemandem zeigen müsste. Boah, habe ich dann natürlich auch gemacht. Ey, Alter. Ah, Mann, das war so eine 50-50-Chance, oben oder unten. So, mein lieber Freund. Gehen wir nochmal hoch. Schauen wir mal schnell durchs Fenster. Aber da hinten ist niemand, okay. Ja, und ich habe halt den Kanal aufgemacht, weil ich halt, ja, auf der anderen Seite mir erstmal Videos angucken wollte und wollte halt nicht immer wieder random irgendwo reinkommen, sondern wollte halt eine gewisse Liste haben, die für mich zählt. Und das gab es ja damals auch schon. Das heißt, mir wurden dann Videovorschläge gemacht. Und
Ja, man könnte natürlich auch noch selber Videocontent hochladen. Das war natürlich auch nicht so schlecht. Und das habe ich auch am Anfang gemacht gehabt, also das PC noch alle. What the fuck? Okay, er ist umgefallen. Na, ich habe gerade eine Einladung erhalten von meinem Kollegen Christian Angel 3000. Ihr könnt mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Da weiß er noch gar nicht, dass er jetzt hier sozusagen indirekt dabei ist, wegen der Einladung. Und ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja, also Videocontent hier und da, dies, das, jenes. Immer wieder bekommt man dann halt so die Frage, ja, warum machst du nicht mehr? Und mal in der Woche mein Video ist doch kein Akt. Oh mein Gott, schon mal Gott. Da waren wir mal gut, meine Freunde. So. Wo verstecken sie sich denn alle, die Bastarde? Immer dasselbe. Wow, den habe ich nicht gesehen. Alter, ist er auch als Sniper unterwegs. Wie frech, oder? Ah, Mensch, 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 Mensch. Den hätte ich aber eigentlich sehen müssen. So blind kann man ja gar nicht sein. Freund, Headshot for the win. Ja, da hinten ist einer, wir haben es ja gesehen. Entweder wird er jetzt noch von jemand anders geholt oder ich darf ihn noch holen. Bam, Bitch! Okay. So. Ja, 10 Jahre. Was habe ich in 10 Jahren erlebt? Zum Beispiel sowas. Haha! Da hinten stecken sie. Ah, da ist er. Kuckuck. Kann mal einer mal reinkommen. Kuckuck. Nee, will nicht. Okay. Oh, shit, da musste ich nachladen. Ah, hätte ich mal lieber mitgezählt. Aber läuft eigentlich relativ stabil. Jetzt haben wir uns langsam ein bisschen hier gefangen, was das Ganze angeht. Boah, der war easy, ne? Konnte ja bloß mit Granate oder so kommen. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, kommt jetzt halt mal wieder was mehr auf dem Channel? Wenn ja, was? Also, liebe Freunde, ich würde mal sagen, geplant ist auf jeden Fall, dass ich ein bisschen mehr Remastered bringe, weil Remastered ganz einfach mir mehr Spaß macht. Obwohl Infinite Warfare ist auch nicht so schlecht, wie viele denken, ja? Also, wer Black Ops 3 gern gespielt hat, der wird auf jeden Fall mit Infinite Warfare seinen Spaß haben. Und ansonsten kann ich euch sagen, wird es den einen oder anderen geben, der wahrscheinlich eher viel mehr auf Remastered hängen bleibt. Ja, das ist aber ganz normal. So was gehört ja mit dazu. So, wollen wir mal Lugi Lugi machen? Ah, gerade keiner zu Hause. Schade. Boah, hat auch super geklappt, oder? Haha, da gibt es gleich das Radar hier irgendwie. Einwandfrei. Super Ding. So, mal kurz durch den Bachlauf gesneakt. Müssen wir da noch einen finden. Sind die Gegner nur zu dritt oder so? Früher konnte man ja auch noch hier unten drunter, ne? Wer weiß denn das noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, okay. Oh no, da stand genau gegenüber. Ja, also wie gesagt, also Remastered wird kommen. Infinite Warfare habe ich schon einiges gemacht, aber ich möchte mal noch nicht zu viel verraten, liebe Freunde. Bei NBA 2K ist es ja so, dass immer noch Sony und 2K sich nicht einig sind, wer jetzt mal die Rechte freigeben soll. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich werde mir keine Soundkarte oder keine Capture-Karte holen, nur um euch sozusagen das Spiel mit Sound zu präsentieren. Ja, und ich habe schon andere Möglichkeiten abgewägt, ja, könnt ihr mir glauben. Die haben leider auch nicht so
Boah, top funktioniert. Was für eine Scheiße. Aber wir führen. Das ist okay. Da hinten habe ich gerade noch einen gesehen. Wo ist er? Günther, wo bist du? Dragovic! Ah, den haben wir nochmal mitgenommen. Okay, den hätten wir vielleicht auch noch kriegen können. Ja, also das war jetzt erstmal so salopp eine kleine Runde so auch als Info-Video mitgedacht. Ich würde mal sagen, man kann auf jeden Fall damit leben, wenn man die Abschlusskamera hat. Das ist natürlich immer was Feines. Kann man ja vorneweg auch sowieso nicht planen, aber ansonsten relativ stabile Runde vom Score her. Gerade mal so akzeptabel mit 12 zu 8. Kann man mal auf jeden Fall machen. Und ja, also freut euch auf jeden Fall demnächst. Ich werde mir schon noch was einfallen lassen, wie ich euch NBA 2K 17 ein bisschen schmackhafter machen kann. Ja, also ein bisschen was habe ich da schon mit vorbereitet, aber je nachdem, wie ich halt die Zeit dazu habe, wird es dann halt auch Videomaterial geben. Und wenn ihr jetzt sagt, was war denn da bitte nicht anders? Und ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass ich euch jetzt in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr Material bringen kann. So. Wir haben also hier und da noch eine andere Visitenkarte bekommen. Ich würde mal sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ein kurzes Infovideo auf dem freien Lachs. Ich hoffe, das Gameplay war halbwegs okay. Ich denke mal, so als Infovideo kann man das eher so sehen. So ein großes Spezialvideo für die letzten 10 Jahre auf YouTube. Weiß ich nicht. Habt ihr da irgendwie Bock drauf? Soll ich mich mal hinsetzen und soll was machen? Wenn ja, dann schreibt es mal unten in die Videokommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten über ein Däumchen würde ich mich auch freuen und so weiter und so fort. Support ist ja kein Mord. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten bin ich erstmal so weit draußen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao und tschüss, euer Mapstar.